Ich bin die Lolita Hönig und das ist unser Pflegeroboter der Akutgeriatrie, die Johanna. Ich darf vorstellen, die Johanna ist unser Helfer in der Pflege und wir setzen sie ein bei den demenzerkrankten Patienten. Wir helfen ihnen, ihre Gefühle auszudrücken. Wenn wir ein Behandlungsmedium gefunden haben mit ihnen, dann brauchen wir einen ruhigen Raum und eine vertraute Umgebung. Und dann kann dieser Patient auch profitieren, indem dass er uns zeigt, dass seine Gefühle klar sind, dass er geordnet ist, dass er zur Ruhe gekommen ist und ja, dass wir unser Ziel erreicht haben mit ihm. Ich bin die Sabrina Pfefferkorn, ich bin die Oberärztin von der Akutgeriatrie. Hier stelle ich die zweite Robbe vor, die frisch getauft mit dem Namen Jakob. Es sind vor allem Patienten, wo die Robbe in Einsatz kommt, die demenziell auf dem Boden der demenziellen Entwicklung, häufig postoperativ oder im Rahmen des Infektes, im Delir sind. Das äußert sich dadurch, dass die Patientinnen sehr unruhig sind, rastlos sind, manchmal auch in sich verschlossen, keinen Zugang zur Außenwelt zulassen. Und da ist es die Robbe ein sehr gutes Medium, um eben zu dem Patienten auch mit dem Patienten Vertrauen zu schaffen, aufzubauen. Beispielsweise haben wir jetzt eine Patientin gehabt, die eben nicht geredet hat und durch die Robbe jetzt auch Assoziationen mit früheren Erinnerungen, positiven Emotionen, sei es mit Kindern oder mit vorhandenen Tieren in der Vergangenheit, hergestellt hat. Und da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir sind jetzt gerade aktuell noch selbst am Lernen und müssen jetzt schauen in Zukunft, wie sich das dann noch entwickelt.